Sesshaft werden ist unsere Aufgabe. Ich glaube, grundsätzlich ist es Not a bad tatsächlich place, Aver. Not at jetzt. all. Da wir jetzt unsere Aufgabe, uns hier so eine Siedlung zu bauen. Und da fangen wir jetzt mal an. Siedlung bauen ist eher sowas für meine Schwester. Can I help you with anything? Vielleicht hole ich sie einfach mal her. Und dann baut sie meine Siedlung. Sie kann sowas nämlich sehr gut. Up and running as soon as possible. For that we need supplies and riches. Ah, you mean to go a Viking then? Good, good. How I miss those days. Ransacking and pillaging. Blade singing and shill splintering. Das ist Spacken, ey. I would ask you to join us, but you're the only blacksmith we have. We cannot afford your loss. Oh, it's no bother. Better I forge axes than swing them. My place is here, not pulling on the oar of a river horse. Though you do remind me, I found a map among the bandits' rubbish, marked up with the locations of Saxon monk huts. Mega Sprecher, yes, oder? Know as well as we do. Monasteries are full of riches and loot. Take the map with you, and put it to better use than they did. Mega. Echt mega Sprecher. Richtig toll. Ich mag das immer, wenn die Sprecher eben auch Schauspieler sind. Jetzt direkt mal gucken, wer das ist. So, was haben wir denn hier für eine Karte gekriegt eigentlich? Wow, das sieht ja übel aus. What is this? Raubzug. Plündere diesen Ort mit deiner Besatzung. Okay. Oder plündere diesen Ort mit deiner Besatzung. 160. Was ist denn unsere Stärke? Eigentlich. Lass mal gucken. Oh, 27. Ja, naja, dann immerhin da, oder? Okay. Was ist das hier? Raubzug. Raubzug. Okay. Also wir sind schon ein bisschen stärker als die empfohlene Stärke hier ist. Das ist doch gut. Okay, dann lass uns doch mal bitte zuerst... Was ist denn hier schon wieder für ein Foto? Ich bin ja noch nicht mal da und schon gibt es hier ein Foto mit 35.000 Likes. Dann adden wir doch mal eins dazu. Zack. Und dann lassen wir es verschwinden. Tschüss. Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Geh weg. Ich dachte, wenn ich hier unten drauf drücke, dann würde es verschwinden. Tut's aber nicht. Nö. Verbergen. Funktioniert vielleicht nur, wenn man es nicht geliked hat. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Wir gehen jetzt hier hin. Aber erst gehen wir ein bisschen hier im Dorf spazieren. Ich habe nämlich bei den Tipps gelesen. Achso, Führung übernehmen, ja. Mimimi. Dass der Angler hier. Hallo. Sich eine Angelhütte wünscht. Die hängen hier nur faul ab, ne? Frech. Und wenn ich dem eine Angelhütte baue, wie auch immer ich das tue. Ach, ich gehe jetzt erstmal Viking hier. Wenn ich dem also eine Angelhütte baue, dann kann ich selber angeln und dann kann ich auch ganz tolle Sachen bekommen. Deswegen werde ich den suchen und dem eine Hütte bauen. Aber die wollen alle nicht mit mir reden. Gut, gehen wir halt erst auf Raubzug. Da will ich einmal was Friedliches tun. Angeln zum Beispiel. Aber nein. Alles zwingt mich. Hops. Klosterraubzüge. Plündere schwer bewachte Orte, um an Thron zu gelangen, die Vorräte und Rohmaterialien beinhalten. Beides wird benötigt, um Gebäude in der Siedlung zu errichten. Der Raubzug gilt als abgeschlossen, sobald alle Schatztruhen in der Nähe erplündert wurden. The good of our clan, it is time we go a Viking. Today we raid, that tomorrow we may build. At last!
attack no these Christian the monasteries here. Like a row of insane! The Saxons know we are here, though. The monasteries will be well guarded. Ah, but nothing more than priests and prayers, I'd wager. Filmischer Kamerastil. Also, so richtig wissen die aber auch nicht, was sie wollen. Ich drücke hier auf die richtigen Knöpfe. Ja. Ihr könnt ja kommen und gucken. R1. Fahren wir jetzt hier eigentlich gegen? So. Prima. Wieso eigentlich? Wir sind noch nicht da, Jungs. Sag's mir. Das war ich nicht. Hätten wir uns anschleichen sollen eigentlich? Ich frag nur aus Prinzip. Jetzt ist eh zu spät. So, Silber. Was liegt denn da? Was ist das? Was ist das? Ah! What? Wieso liegt da einfach eine Schlange? Krasser Sch... Ihr wisst schon. Schokolade. Ja. Das war das erste heimische Tier. Ich würde sagen, ich habe alle Feinde großflächig aktiviert. Ja, was? Ah, guck mal hier, so ein wehrhafter Mönch. Du stirbst. Auf Wiedersehen. So. Na denn. Komm hier, markier mal einen. Platz machen. Wo ist denn hier mal eigentlich der nächste? Da hinten. Jungs, ich komme hier überhaupt nicht lang. Lass mich nicht. Ich fühle mich wie Obelix. Lasst mir auch einen über. Ich hätte nie gedacht, dass auf Pixel einhauen so ein Spaß machen würde. Ah, ist schon krass, ne? Ich meine, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre erwachsen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre das nicht und ich werde so groß mit so einer Gewalt, ist schon krass. Also, Kids, alles was hier unter 14 ist, raus hier. Schon krass, finde ich. Ja. Ach, wenn es an mir ginge. Alles was unter 20 ist, raus hier. Okay. Da oben, ja, gehen wir gleich hin. Lass mal erstmal hier umgucken. Was ist denn hier passiert? Das ist ein Leichenteppich. Ist euch aufgefallen, dass ich nicht mal einen Kratzer habe? Guck mal, ich brauche nicht mal was essen. Glaube ich. Hey, komm her! Und was habe ich erbeutet? Ich krieg nur so einen kleinen, popeligen Strich. Na gut. Dann esse ich noch eine Ratte. Wo ist eigentlich mal wieder ein Buch des Reichtums, frage ich mich. Oh. Wow. Au. Au, du spinnst wohl. Hau ab. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich sehe mich nicht mal. Seht ihr mich? Aua. Okay, diesmal bin ich doch leicht angekratzt. Ey, was ist denn das für ein Typ hier, der hier so gar nicht kaputt gehen will? Alright,
so. Jetzt aber. Hey, was ist. Wieso hat er deren Ausrufezeichen? Zack. Habt ihr das gesehen? Der hatte so ein Ausrufezeichen. Was ist das wohl schon mit da? Was ist denn hier mit dem? Wiederbeleben. Ist einer von meinen! Manu, der Arme. Ah ja, mit Fremdpixeln, da bin ich nicht zimperlich, aber mit meinen eigenen, die gehören zu mir. So, jetzt, ach, da ist nur eins. Putsch. Wenigstens gibt es hier ordentlich was zu essen. Falscher Knopf. So. Wo bin ich eigentlich und wo will ich hin? Da will ich. War so weit sesshaft werden. Ach so. Errichte das eigentlich. Ich setze schon wieder sinnlose Markierungen. Also dieses Barrel da, dieses. Tonne. Diese Tonne da. Was bedeutet denn die? Wie komme ich hier rein? Wieso brennt hier alles? Wie komme ich hier rein? Hier. Aufbrechen! Hey! Komm her, Moment! So, was haben wir hier? Guck mal. Ach, so eine goldene Tonne bedeutet noch mehr Reichtum. Ja, finde ich gut. Was ist mit dem los? Hier? So, wieder ein bisschen Reichtum. Und let's get out of here. Zwei Fähigkeitspunkte. Okay, wir haben den Auftrag abgeschlossen, weil wir beide Kisten haben. Verstehe. Gut. Können wir jetzt wirklich zu Gunnar zurückgehen? Vielleicht kann ich ja auch noch eine Schlange töten. Kuckuck. Schlange. Oder ich gehe eben noch synchronisieren. Was haltet ihr denn davon? Das ist doch mal total sinnvoll. Ne? Hier so. Da. Oh, come on. Ja, ist noch ein bisschen hin. Aber dann haben wir das gleich gemacht. Und vielleicht treffe ich ja auch noch das ein oder andere Tierchen. Verkleiden? Wieso, wer hat mich denn jetzt schon entdeckt? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Sehe ich gar nicht ein, mich von vornherein zu verkleiden. Schwert. Wenn es so weitergeht, wird ihr noch warm. Guck mal hier, neues Zeug. Was krieg ich denn hier? Auch ein Erz. Ich will Nickel-Kobalt oder Kobold. Oder beides. Was ist denn das? Niedlich. Guck. Was ist denn das? Halt. Jetzt warte doch. Hm.
Wieso die dramatische Musik? Verstehe ich nicht. Was will mir das Spiel sagen? Wie schön das hier ist, ne? Gott, bin ich froh, dass nicht alles im Schnee und Eis ist. Ja, ich habe tatsächlich mich nicht so schlau gemacht vorher. Ich habe mich einfach nur drauf gefreut. Und so ein paar Teaser gesehen natürlich. Aber mir war nicht so klar, ob wir nicht vielleicht für immer im Eis bleiben. Wäre auch okay gewesen. Wäre nur wenig abwechslungsreich gewesen. Ach, da fällt mir wieder mein erstes Spiel ein. Horizon. Das war so toll. Mit dem Add-on auch dann. The Frozen Wilds. Also, falls ihr das noch nicht gespielt habt, ja, ihr rollt jetzt alle mit den Augen. Ich weiß, uralt. Aber es kommt da jetzt bald wieder ein neues, ne? Also, ja. Und wehe, es gibt es nur für die 5. Dann raste ich aus. Dann raste ich richtig aus. Dann schreibe ich denen und lösche das Internet. Vielleicht lösche ich auch gleich das Internet und schreibe ihn gar nicht erst. Ja, ja, Manu. Was mache ich hier eigentlich? Muss ich hier überhaupt hin? Ja, ach, guck mal. Hä? Jetzt wäre ich fast gesprungen, weil ich dachte, es wäre ein Seil. Noch höher. 14 Meter. Okay. Ja, das wäre total ätzend. Vermerk eines Wiegelagerers. Letzte Woche noch wurde hier gelacht und gesungen. Man roch das Feuer und das Schwein, das darüber briet. Nur wenige Tage später höre ich nur noch Kaninchen. Ah, es war ein Kaninchen umherstreifen und Rabenkrähen, die nach Essen suchen. Man sieht nichts als verbrannte Überreste und rauchende Glutnester. Das Heer der Söhne Ragnars ist weitergezogen. Das ist mir jetzt wirklich zu viel Text. So. Was ist das? Eins. Tja, irgendwie bin ich meinem Ziel nicht so richtig hier rauf jetzt. Okay. Dort. Ich bin schon ganz gespannt. Boah. Ist schon geil. Mega. Ach, ist das schön. Ja, das hat sich doch gelohnt. Oder was meint ihr? Krass. Ich glaube, ich bleibe hier noch eine Weile und guck einfach. Das ist schön. So, ihr Lieben. Ich werde jetzt mal speichern. Und hier noch ein bisschen die Aussicht genießen. Und dann hole ich euch im nächsten Let's Play wieder ab. Ich freue mich auf euch. Bis bald.